sind es noch bis zur Salzburger Landtagswahl. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher bei SN live und direkt, dem Diskussionsformat der Salzburger Nachrichten. Die Spitzenkandidaten der Parteien sind im Vorfeld der Wahl bei uns zu Gast. Und da begrüße ich heute den Chef der Sozialdemokratischen Partei in Salzburg, David Ecker. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Ecker, Sie haben ja momentan gerade ein bundespolitisches Thema kleben, sage ich jetzt einmal, obwohl wir Landtagswahlkampf haben. Wie oft haben Sie denn in den vergangenen Tagen die Frage gehört, Pamela Rendi-Wagner oder Hans-Peter Doskozil? Wenn ich ehrlich bin, haben das meistens die Medien gefragt und weniger die Mitglieder. Natürlich ist Nebengeräusch, was bei uns aufschlägt, so ehrlich muss man sein. Wir haben da jetzt mit einem Thema zu kämpfen, für das wir eigentlich weniger damit zu tun haben. Wir können es auch nicht alleine als Salzburger SPÖ lösen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat schon mal geholfen, wenn man nach Spanien schaut mit dem Herrn Sanchez, eine Urabstimmung, oder wenn man nach Deutschland schaut oder selbst in der österreichischen Sozialdemokratie hat schon mal geholfen, so eine Mitgliederbefragung, wenn man den Michi Ludwig in Wien hernimmt. Sie haben die Frage schon ein paar Mal gehört, aber ich kenne noch keine Antwort von Ihnen. Hans-Peter Doskozil oder Pamela Rendi-Wagner? Ich schätze alle Sozialdemokraten, die sich konstruktiv einbringen. Ich bin im Team der Salzburger und Salzburger, habe ich immer gesagt. Sie weichen natürlich aus. Trotzdem nochmal die Frage, für wen? Sie sind ja auch selbst SPÖ-Parteimitglied. Für wen votieren Sie? Ja, vor dem 23.04. werde ich mich selber mit der Frage nicht intensiv auseinandersetzen, weil ich glaube, in Salzburg gibt es andere Themen, die wichtiger sind. Und selbst wenn ich in meinem Freundeskreis mich umhöre, selbst gestern, wo wir am Abend noch kurz zusammengesessen sind in der Familie, weil wir einen Geburtstag gefeiert haben, ist das nicht wirklich das Thema. Also das meiste, auf das ich angeredet werde, sind eigentlich die Teuerung, die Stromkosten und die Wohnkosten, wie man Stau beseitigt, und weniger eine bundespolitische bzw. Parteifrage, die in Wien gelöst gehört. Aber haben Sie sich selbst noch gar nicht festgelegt auf einen von den beiden? Nein, mein Fokus ist einfach auf der Salzburger Landtagswahl und auf die Themen in Salzburg. Das finde ich persönlich einfach wichtiger. Wir haben ja unsere Zuseherinnen und Zuseher gebeten, uns Fragen zu schicken, auch vorab, aber auch jetzt während dem Gespräch. Da kam natürlich auch sehr viel zu dem Thema SPÖ-Bundespartei. Ein Zuseher fragt da, warum können Sie sich nicht festlegen? Wäre es nicht klüger, die Partei würde jetzt rasch eine Entscheidung fällen, Sie würden sich positionieren, damit zumindest die Leute wissen, okay, da geht's lang, da geht's hin? Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt im Bundesparteipräsidium letzte Woche einen Fahrplan festgelegt haben. Der gehört jetzt auch noch weiter ausgearbeitet. Ich bin froh, dass da jetzt zumindest ein Fahrplan, ein grober Fahrplan steht. Das habe ich immer gesagt. Ich will eine gewisse Ruhe vor der Salzburger Landtagswahl. Jetzt haben wir auch schon irgendwie durchklingen gehört aus Wien, dass angeblich die Befragung nach der Wahl in Salzburg stattfinden soll. Aber ich setze mich nicht viel damit auseinander. Und ganz ehrlich, so eine Mitgliederbefragung, die gehört auch nicht übers Bein gebrochen, sondern da gehören die Kandidatinnen und Kandidaten gehören präsentiert. Da soll man jeder die Möglichkeit haben, vielleicht auch durch die Bundesländer zu touren, das eigene Programm für Österreich, für die Österreicherinnen, für den Österreicher in dem Land auch vorzustellen, welche Vision der oder diejenige hat, so wie es auch ich tue in Salzburg. Mir sind einfach die Salzburger Themen wichtig. Über eine halbe Million Salzburgerinnen und Salzburger werden sich eher dafür interessieren, wie der David Ecker bzw. die SPÖ Salzburg in Zukunft das Land mitgestalten möchte oder wie sie die Oppositionsarbeit anlegen möchte. Also ich finde, das ist eher näher. Dazu kommen wir gleich natürlich zu den Salzburger Themen. Aber wäre Ihnen eine dritte Option jetzt für die SPÖ-Spitze lieber? Da fragt uns ein Zuseher, was Sie eigentlich von einer Rückkehr von Christian Kern an die Parteispitze halten würden zum Beispiel. Heute hat es ja dann auch schon eine dritte Option gegeben. Jemand, der sich ins Spiel bringt mit Nikolaus Kowal. Was ist Ihnen denn lieber, wenn es nur zwischen den beiden, die man kennt, entschieden wird? Oder sagen Sie, naja, das sollte eigentlich offen sein für jeden, der sich für den Parteivorsitz interessiert, inklusive Christian Kern? Ich bin da ganz offen in alle Richtungen. Ich finde einfach eine Mitgliederbefragung, egal wo das ist, ob das in einem Verein ist oder das fängt an eigentlich in die Schulen beim Klassenzimmer, wenn man Klassensprecher wählt, so ehrlich muss man sein, bis hin zu Parteichefs finde ich eine Mitgliederbefragung total super, weil da können die Mitglieder einfach selbst mitbestimmen. Und wenn sich jemand bemüßigt fühlt, selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und zu kandidieren, dann soll er sich durchaufstellen, soll er sich präsentieren, soll er seine Ideen für Salzburg, seine Ideen für Österreich präsentieren, und dann dürfen wir alle die Entscheidung wählen. Und ich nehme mich da nicht für wichtiger, ich bin ein einfaches Mitglied und ich werde mir dann ein Bild machen zu gegebener Zeit. Jetzt geht es um Salzburg. Und eine Rückkehr von Christian Kern, ist das für Sie eine Option, so wie es ein Zuseher auch zur Frage stellt jetzt?
Wenn er sich selbst dazu berufen fühlt, wieder einzusteigen, dann soll er sich das einmal anschauen und soll er seine Ideen präsentieren und dann höre ich immer das an. Und die Mitgliederbefragung noch vor der Salzburger Landtagswahl oder lieber hinauszögern und das danach, nach dem 23. April erledigen? Ja, wie ich gerade gesagt habe, sowas braucht man nicht übers Bein brechen. Das Einzige, was ich, also nach dem 23. wünsche, was ich mir wünsche, und da habe ich auch dazu appelliert im Präsidium und auch im Vorstand, dass man sagt, okay, es braucht geregelte Bahnen, es braucht einen geregelten zeitlichen Ablauf, technisch, wie das Ganze ablaufen soll, das wünsche ich mir und ich wünsche mir auch natürlich einen ruhigen internen Wahlkampf und ich möchte Ruhe haben bis zum 23.04., das habe ich immer klar betont. Es wird sich wahrscheinlich nicht ganz ausgehen. Eine Leserfrage, die auch noch gekommen ist, um das Thema Bundespolitik jetzt ein bisschen dann abzuschließen. War die Zustimmung von Pamela Rendi-Wagner zur Impfpflicht ein Fehler? Das muss sie selber, ich möchte überhaupt keine Wertungen abgeben, irgendwie von Salzburg aus, das muss jeder für sich selbst wissen, wenn ich ganz ehrlich bin. Nachher ist man meistens gescheiter, heißt es immer, Sprichwort. Ich habe damals dagegen gestimmt, aus vollster Überzeugung, weil ich gesagt habe, das halte ich für einen Fehler, wie das Gesetz gemacht ist. Die Gräben sind quer durch die Gesellschaften, quer durch die Familien, quer durch die Arbeitszimmer gegangen. Deswegen habe ich damals nicht mitkönnen mit diesem Gesetz. Ich bin aber geimpft. An dieser Stelle möchte ich auch betonen, dass ich schon hinter der Wissenschaft und hinter der Medizin stehe. Das ist mir auch ganz klar wichtig. Ob man das jetzt selbst im Nachhinein, wie glaube ich, der Stadtrat aus Wien als Fehler eingesteht. Das ist jedem seine persönliche Sache, das möchte ich niemandem ausrichten aus Salzburg. Ich war froh, dass ich damals dagegen gestimmt habe und die Zeit hat das irgendwie bestätigt, dass ich da nicht ganz falsch unterwegs war. Sie haben in einem Medium erst kürzlich gesagt, die Partei hat die Pflicht, den Besten oder die Beste aufzustellen. Zu meinen Salzburg gefragt, sind Sie der Beste für Salzburg? Ich hoffe, dass ich der Beste für die Salzburger SPÖ bin. Ich habe vor 3 Jahren meinen Job gekündigt, bin in die Politik oder Salzburger kleine Spitzenpolitik eingestiegen im Dienst der Salzburgerinnen und Salzburger. Und ein Ziel war es von mir natürlich, die SPÖ zu neuer Stärke zu führen. Das probiere ich jeden Tag und ich bekomme auch viel Zuspruch. Das freut mich. Unsere Mitgliederzahlen, die steigen wieder seit der Kürze. Das macht mich auch stolz. Und wenn wir was dazu beitragen können, dass sich Salzburg zum Positiveren verändert, für ein leistbares, aber auch moderneres Bundesland. Dann bin ich stolz darauf, dass ich das machen darf und ich freue mich auf die Zukunft. Dann kommen wir zum Inhaltlichen, was Sie denn vorhaben. Da gibt es auch sehr viele Publikumsfragen, nämlich zum Thema Klimaschutz. Philipp Obermeier hat Sie offenbar bei der Klimademo gesehen, also beim Klimastreik vor 2 Wochen und fragt sich, wie ernst Sie es denn mit dem Klimaschutz meinen, ob das nicht eher Anbiederung im Wahlkampf ist. Was antworten Sie ihm denn? Ja, überhaupt nicht. Der Klimaschutz geht zum Beispiel mir vor der Haustür an. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Salzburgerinnen und Salzburger dazu zwinge, dass sie ihren Heimatort verlassen, dass sie woanders hinziehen, damit sie sich dort das Leben leisten können. Einige Freunde, die nach Oberösterreich ziehen haben müssen, weil sie diese Tat, das wollen, nicht mehr leisten können, dann sind die oft aufs Auto angewiesen. Dann ist da schon einmal ein Fehler im System, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich junge Leute ins benachbarte Bundesland dränge. Das heißt, Klimaschutz fängt bei der Raumordnung an für Sie, oder? Wenn ich ganz ehrlich bin, auch beim Wohnen, bei der Raumordnung, ich muss schon auch am Nebensatz sagen, dass ich sage, ich finde das schon sehr mutig oder das Selbstbewusstsein passt bei den Grünen, wenn ich seit 10 Jahren in der Landesregierung sitze, aber kein einziges Windrad steht. Man verhindert Stegenwald. Das Murkraftwerk ist vom Landeshauptmann, damals Landeshauptmann Stellvertreter Hasler, erfolgreich verhindert worden. Also mir kommt vor, das heißt, Sie wären für einen neuen Anlauf beim Murkraftwerk? Man predigt ständig, dass man Windräder aufstellen muss, dass man was für den Klimaschutz, dass man was tun muss, erneuerbare Energien ausbauen, aber tut es nicht und spielt irgendwie so im alten Politikstil den Ball hin und her. Die ÖVP sagt, die Grünen sind es, die Grünen sagt, die ÖVP ist, die einen sagen, es sind die NGOs und nichts geht weiter. Und das ist irgendwie so ein alter Politikstil, wo es mich nicht wundert, dass die Leute frustriert sind und verärgert sind. Auch noch, wenn man dann on top dazu sagen, wir müssen erneuerbare Energien ausbauen, damit wir gratis Strom erzeugen, aber verlangen immer noch den teuersten Preis. Das geht sich einfach nicht aus. Aber das Murkraftwerk, das Sie jetzt selbst ins Spiel gebracht haben, wäre das für Sie noch einmal zum Überlegen? Also ich weiß, dass das, glaube ich, in der Schublade liegt. Beim damaligen, glaube ich, Projektbetreiber Salzburg AG. Das muss man auf jeden Fall wieder überprüfen und sagen, okay, ob es dann neuen Anlauf sich auszahlt, muss man sich das wieder anschauen. Die nächste Landesregierung muss sich das auf jeden Fall anschauen. Die Frage nach dem Klimaschutz hat nämlich auch Heinrich Ruß aus St. Martin bei Lofer gestellt, der auch konkret fragt, welche Projekte Windräder, Sie haben es schon erwähnt, das heißt Windräder in allen Bezirken für Sie oder wo sind die konkreten Projekte für Sie? Oder soll man alles umsetzen, was möglich ist? Ich glaube, ich mache
muss ich sagen, keine Zahl festmachen, aber wir haben jetzt, glaube ich, 11 ausgewiesene Vorrangszonen, so wie es so schön heißt. Dort müssen jetzt erstmal Verträge abgeschlossen werden, Windmessungen sollen gemacht worden. Ich glaube, bei den Windmessungen ist man am sogenannten Windsfeld über den Dauentunnel. Ich war selbst oben, habe mich dort vor Ort überzeugt, war ein schöner Spaziergang darauf oder Wanderung. Es ist einfach ganz wichtig, dass man selbst ein Gefühl dafür bekommt, was dort vor Ort los ist, dass man sich das auch anschaut. Jetzt gibt es diese Vorrangzonen und dort, wenn es sich auszahlt, soll man welche aufstellen. Das ist ein ganz einfaches Bekenntnis zur Windkraft. Sie schließen da gar nichts aus. Das ist mir nicht auf, wir sind dafür alles offen. Aber natürlich muss man auch schauen, dass man das nicht alles überfördern muss, damit es sich auszahlt. Also das muss schon auch rentabel sein. Eines der größten Projekte der nächsten Jahre soll ja auch der S-Link sein, also die Verlängerung der Lokalbahn unterirdisch. Da gibt es auch sehr viele Publikumsfragen, nämlich wie Sie es denn halten mit einer Verlängerung der Lokalbahn? Wie ist jetzt konkret Ihre Position dazu? Also ich sehe es eher kritisch. Bei diesem Milliardenprojekt, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht zur totalen Kostenfalle wird und ob sich nicht dann meiner Meinung nach, ich bin jetzt kein Stadtpolitiker, also von der Stadt Salzburg, ob sich da zum Beispiel die Stadt nicht zu weit rauslehnen würde und wo es dann wo auf einer anderen Seite wieder Kosteneinsparungen geben muss. Und das weiß keiner, wie sich das auswirkt, zum Beispiel auf die Kindergärten, auf die Sanierungen und so weiter und so fort. Und ich sage ganz ehrlich, wenn das Ding nur bis zum Mirabellplatz geht, dann sehe ich da überhaupt keinen Sinn dahinter. Und ich habe noch keinen Plan gesehen über eine wirklich reale Trassenführung bis nach Hallein, wo man drüber reden kann, auch nicht über eine Finanzierung, weil ich vergleiche das ganz gerne mit einem Hausbau. Weil wenn man ein Haus baut, was ist, by the way, sehr teuer ist in Salzburg, das muss man sich eh überhaupt einmal leisten können, dann plane ich das auch vom Keller bis zum Dach hinauf fertig und schaue, dass die Finanzierung passt. Und dieses Mini-U-Bahn-Projekt, das ist meiner Meinung nach ein Milliardengrab, wenn es wirklich nur bis zum Mirabellplatz geht. Na, eine Größenordnung wurde ja schon vorgegeben, dass nämlich bis Hallein in dieser Variante 2,8 Milliarden Euro kosten soll. Jetzt wissen wir natürlich, die Kosten können jederzeit steigen, aber machen Sie es jetzt konkret dann von den Kosten dann abhängig oder wovon machen Sie es abhängig? Wenn der Plan steht bis Hallein? Ich will einen Plan haben. Ich kenne noch keine Trassenführung, die wirklich real bis nach Hallein durch Hanef bis nach Hallein hinunter. Also ich kenne noch überhaupt keinen Plan, wo wirklich eine reale Trassenführung aufgezeichnet ist auf einem Plan. Also das muss man mal jetzt sagen, vielleicht weiß der Verkehrslandesrat mehr, vielleicht wissen Sie mehr. Ich habe den Plan noch nicht gesehen und diese Kostenschätzung, Pi mal Daumen, wir reden ja über fast 3 Milliarden Euro an Steuergeld. Das ist ja jetzt nicht irgendwas. Man muss sich schon auf der Alternativseite anschauen, was könnte ich mit diesem Geld machen. Mir kommt immer vor, der ÖVP-Landesrat macht immer sehr gerne Fantasieprojekte. Der hat noch geschrieben beim letzten Wahlkampf vom zweigleisigen Lokalbahnausbau, von der Elektrifizierung, von Parkhäusern, die heute noch nicht stehen. Da parken teilweise bei Bahnhöfen die Leute irgendwo am Randstein oder im Grünstreifen. Ich will nur mal sagen, wir machen mal die Sachen fertig, die wir noch nicht einmal begonnen haben. Wir sagen immer als Alternative der Obustakt. Wir haben teilweise eine Viertelstunde, 20 Minuten an Obustakt, was auch nicht sein kann. Wir brauchen ja Alternativen oder attraktive Taktmöglichkeiten. Fangen wir mal da an, mit dem, was da ist, das zu verbessern. Wir brauchen natürlich Personal für den Obus und für den öffentlichen Verkehr. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir den S-Link schon angesprochen haben, was ein Lungauer, was ein Bangauer oder Binsgauer von diesem S-Link hat. Ich bin selbst mit dem Pendlerbus von Damsweg nach Salzburg um 4:15 in der Früh losgefahren. Und wenn ich wieder retour nach Damsweg möchte mit dem Öffi, mit dem Bus zurück, dann ist das eine Tagesreise. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man Vorsorgeuntersuchung im Krankenhaus macht oder irgendwelche Termine, die man nur in Salzburg erledigen kann, ist man den ganzen Tag unterwegs. Da müsste man mal anpacken. Das heißt aber, das Bestehende, zuerst einmal in das bestehende System investieren, bevor man ein neues Projekt angeht. Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden? Absolut richtig. Okay, das heißt, ein Ja zum S-Link wird Ihnen eine künftige Regierung nicht abbringen können? Müssen wir darüber nachher reden, was die nächsten, sagen wir mal, Koalitionsverhandlungen, das ist ein Blick in die Glaskugel, niemand weiß, wie das Wahlergebnis ausgeht, niemand weiß, wenn wir jetzt nach Niederösterreich schauen, wer dann mit wem regieren wird. Da macht es die ÖVP mit der FPÖ vielleicht scheinbar ein bisschen leichter, da hat es ja schon von beiden das Bekenntnis zum S-Link gegeben. Ich sehe das kritischer, weil es ist auch eine Verantwortung, diesen unglaublichen Haufen an Steuergeld.
Da gibt es jetzt noch zwei Publikumsfragen, die ein bisschen andere Themen betreffen, aber die auch sehr aktuell sind. Nämlich, warum sich die SPÖ dafür ausspricht, dass die Kosten für die Kinderbetreuung vollständig von der Allgemeinheit bezahlt werden sollen. Ob es nicht höchst an der Zeit sei, die Gießkanne wegzustellen, weil dieses Vorgehen ja angesichts der hohen Staatsverschuldung, der steigenden Kreditzinsen, der immer höher werdenden Zuschüsse für das Pensionssystem und der absehbaren hohen Aufwände für die Behebung von Naturkatastrophen und für Klimaanpassungsmaßnahmen nicht nachhaltig und nicht enkeltauglich sei. Kinderbetreuungskosten übernehmen, ich glaube, das ist ja ganz SPÖ-Linie, oder? Wir haben da eine eindeutige Linie. Wir sagen, die Kinderbetreuung von 1- bis 6-Jährigen muss gratis sein. Diese halbherzige, halbtags-, Halbkindergartenlösung nenne ich sie immer, das kann ja nur der erste Minischritt sein. Und mir ist das auch ein bisschen komisch vorkommen, dass man das 2 Monate vor der Wahl macht und sich da jetzt... Aber die Frage war ja, soll der Staat wirklich alles bezahlen? Können wir uns das, ist das überhaupt eine nachhaltige Lösung? Wir finanzieren und zahlen tut es dann irgendwann wer andere. Ich sage ganz ehrlich, da haben die Leute was davon. Die was jeden Tag arbeiten gehen. Und möchte das an einem Beispiel festmachen, wenn mich neulich eine junge Familienmutter, nein, Entschuldigung, es war ein Familienvater, der mich angesprochen hat in Neumarkt am Walersee auf der Straße, der sagt, David, ich verstehe das nicht ganz, jetzt gehen wir beide arbeiten, meine Frau muss auch noch arbeiten gehen, damit wir uns ein vernünftiges Leben leisten können, weil eh alles so teuer ist. Und jetzt zahlen wir dann noch 300, 350 Euro im Monat an Kinderbetreuungsgebühren. Das verstehen die Leute nicht mehr. Es ging jetzt eh schon so viel arbeiten, alles wird teurer, das Leben wird teurer, das Einkaufen, das Tanken. Und dann zahlen wir auch noch für die Kinderbetreuung 350 Euro. Immer, die würden sich ja Mutz was ersparen am Ende des Tages und die würden das ja wieder ausgeben. So ehrlich muss man sein. Und mein Grundsatz, das komme ich zurück zur Frage, mein Grundsatz ist schon, dass Bildung, und das sind Bildungseinrichtungen, das sind ja nicht nur, das sind nur Betreuung und Spiel und Spaß und Basteln, das sind ja Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen. Das muss ich immer fett unterstreichen, ganz ehrlich. Und da sage ich, Bildung, Sicherheit, Gesundheit, das und das muss der Staat übernehmen. Das sehe ich schon als meine Verantwortung als Politikerin, als Politiker gegenüber den vielen Menschen in diesem Land. Und da muss man schon noch immer betonen, dass 80% der Steuerleistung die Arbeitnehmer gemeinsam mit den Pensionisten und Konsumenten in diesem Land leisten. Und wenn ich noch zurück einen Sprung machen darf zur Corona-Politik von der Bundesregierung, da sind 47 Milliarden Euro an alle ausgeschüttet worden. Aber die großen Profiteure waren die Unternehmen, fast 40 Milliarden. Das waren Irene Benkos und die Martin Hoss. Und das waren nicht die, die jeden Tag arbeiten gehen. Eine andere Frage betrifft den Wolf. Robert Zehentner hat sich bei uns gemeldet, als Obmann der Tauernlammgenossenschaft, würde ihn nämlich interessieren, wie Sie sich dafür einsetzen oder ob Sie sich dann dafür einsetzen, dass der Wolf aus der FFH-Richtlinie genommen wird, also dass der Schutzstatus auf EU-Ebene da gelockert und aufgeweicht wird. Wie sehen Sie es? Ich glaube, ich habe das schon beobachtet, dass in Tirol da ganz eine passable Lösungen mit Vorrangzonen geschaffen worden ist, grün, gelb und rot, glaube ich, und sollte sich der Wolf die Flangen in der roten Zone nachweislich aufhalten, dann darf da quasi eine Entnahme stattfinden. Das finde ich gut, das finde ich richtig, das finde ich wichtig. Da wird es auf jeden Fall einen Einsatz von unserer Seite, wenn wir in Verantwortung kommen oder auch nicht, geben. Das heißt, auch in Salzburg gewisse Zonen auszuweisen, wo dann möglicherweise Wölfe abgeschossen werden können? Genau. Das habe ich gerade beschrieben, ja. So wie in Tirol, glaube ich, hat es dieses Beispiel gegeben mit gelber und roter Zone und wo am Ende des Tages, wenn sich der Wolf länger in der roten Zone aufhält, dass er dann dort entnommen werden darf. Mhm. Beim Fischotter, da kommt nämlich auch gerade eine aktuelle Frage rein. Na, witzig, ich war neulich mit ein paar Fischern unterwegs und da ist natürlich dasselbe, das kann es nicht sein, dass da extrem viel Energie und auch Geld in die Fischbestände hinein investiert wird und da räumt auf gut Deutsch das Silbertablett der Fischotter leer. Das darf auch nicht sein und das muss man sich dann auch genau anschauen, welche Entnahmeanzahl da zum Beispiel freigegeben werden darf. Okay, also wenn es ein Problem wird, auch dort quasi den Bestand reduzieren. Nicht nur Problem Wölfe, auch Problem Fischotter. Mhm. Eine Frage unserer Zuseherinnen lautet auch noch, was ist denn der Plan der SPÖ betreffend die Pflege und allgemein des Fachkräftemangels? Ist natürlich jetzt sehr weit gefasst, aber wo soll es denn hingehen
mit der SPÖ? Ich fange mit der zweiten Frage an, mit dem Fachkräftemangel, den ich immer lieber Arbeitskräftemangel, wenn ich ganz ehrlich bin, nenne. Wir haben zu wenig Leute da, so ehrlich muss man sein. Wir haben einen, ich nenne es jetzt einmal schon eine Sockelarbeitslosigkeit mit 4%. Das heißt, wir brauchen mehr Leute. Und da reden wir auf der einen Seite, das können wir zwar nicht ganz steuern in Salzburg, aber das können wir schon ein bisschen mitbewirken, einer gewissen Arbeitsmigration. Das heißt, wir müssen Leute herholen, die bei uns schnellstmöglich zum Arbeiten anfangen können. Und da braucht man natürlich dementsprechende Lebensbedingungen. Das heißt, brauchen wir wieder günstigere Wohnungen, da brauchen wir praktikable Öffis, damit sich die Menschen das Leben in Salzburg leisten können. Das heißt aber in erster Linie auf Zuwanderung setzen, oder? Wir wissen, dass Zuwanderung und Migration natürlich auch in Österreich ganz schwierig ist mit der ÖVP im Innenministerium. Aber wenn wir zum Beispiel die Rahmenbedingungen in Salzburg schon mal so ändern, dass sich junge Menschen bereit erklären, nach Salzburg zu gehen, wir sind immer noch ein hochpreis Bundesland, besonders beim Wohnen, sagt, okay, ich kann mir hier das Leben leisten von dem, was ich verdiene, dann könnten wir Rahmenbedingungen schaffen mit 1000 geförderten Mietwohnungen mehr, dass man sagt, okay, junge Leute können sich hier ein Leben aufbauen. Und jetzt komme ich noch zu Gesundheit. Und um Pflege ist natürlich ein breiter Begriff. Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir zum Beispiel für die Pflegerinnen und Pfleger in Ausbildung das gleiche Gehalt wie die Polizistinnen und Polizisten bekommen. Das wäre ein erster Schritt. Wir müssen langfristig auch schauen, dass wir bei der Arbeitszeit in der Pflege runterkommen und mit den Gehältern weiter rauf. Es kann auch nicht sein, dass wir Pflegeausbildungseinrichtungen, zum Beispiel jetzt nehmen wir den Pinzgau her, schließen. Weil was passiert mit den jungen Menschen? Die gehen woanders hin für diese Ausbildung, vielleicht sogar nach Salzburg und kommen nicht zurück in die Bezirksspitäler. Das heißt, wir müssen eine Ausbildung vor Ort machen. Und das Zusammensparen in der Pflege bzw. im Gesundheitssystem haben wir spätestens leider bei Corona erfahren, was das bedeutet. Das wird es mit uns nicht geben. Auch die Bezirksspitäler darf es nicht sein, dass man nachher Abteilungen schließt. Aber Ausbildungsplätze wurden ja auch in den vergangenen Jahren, man kann sagen, zuhauf geschaffen. Man schafft es nicht, alle zu besetzen. Ja, wir kommen jetzt ein bisschen hinten nach natürlich. Ne? Jetzt ist man plötzlich drauf gekommen, dass man zu wenig Leute hat. Das macht man viele Ausbildungsplätze, aber verpasst irgendwie den Zug, dass da die Leute auch noch fehlen. Deswegen sage ich ja, diese Rahmenbedingungen müssen wir rundherum schaffen, dass man Leute nach Salzburg bekommen, dass Leute hierher kommen wollen, um hier zu leben, um hier zu arbeiten. Zum Beispiel Quereinsteiger. Wir machen uns immer noch den Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger extrem schwer. Jetzt nehme ich ein Beispiel, wenn man eine 45-jährige Familienmutter hernimmt, die sich bereit erklärt, entweder in die Pflege oder in die Elementarpädagogik zu wechseln, dann muss man sich ja diesen Wechsel, diese Ausbildung, diese Zeit auch leisten können. Mit 45 Jahren mitten im Leben hast du ein Auto zum Zahlen, da hast du wahrscheinlich schon Kinder, da hast du eine Miete oder einen Kredit abzuzahlen. Das heißt, diesen Wechsel, da gibt es zwar das Stipendium, aber es muss immer jedes Jahr oder alle paar Jahre immer erneuert werden. Das ist zwar gut und schön, aber man muss diesen Wechsel auch erleichtern, wenn wir schon Quereinsteiger haben, die das wirklich aus zutiefster Überzeugung machen. Ich glaube nicht, dass der irgendwie Kolumbien oder wo man jetzt eine Pflegeschule, wo die Landesregierung eine Pflegeschule jetzt fördert. Ich glaube, dass das nicht das Rätsels Lösung ist. Es wird einen Teil vielleicht abfedern. Hoffentlich. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann kommen schon genug Leute und interessieren sich für diesen Beruf. Ich bin davon überzeugt, wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern, müssen in der Pflege, wie die Pflege ausschaut, müssen auch die Ausbildung uns anschauen, was da genau, wo wir da an den Schrauben drehen müssen. Aber das Wichtigste ist einfach mit der Zeit wirklich runter. Ich habe selber einen guten Bekannten in der Pflege, der hat die Zeit reduziert, weil er sagt, er macht diesen Beruf aus Überzeugung, wirklich. Er möchte in diesem Beruf bleiben, aber er hält einfach diese 38,5 Stunden hält er nicht aus. Deswegen hat er auf 30 Stunden reduziert. Gut. Die Koalitionsfrage, die beschäftigt viele Zuseherinnen und Zuseher. Da ist viel Input gekommen. Sie haben ja erst heute in sozialen Medien verlautbart, wie es die Salzburger SPÖ mit den Freiheitlichen hält. Und zwar haben Sie geschrieben, mit dieser FPÖ ist kein Pakt möglich. Was soll das jetzt heißen? Schließen Sie eine Koalition mit der Salzburger FPÖ auch aus? Sie haben das ja auf Basis von Niederösterreich geschrieben. Wie halten Sie es jetzt wirklich mit der Salzburger FPÖ? Wir haben, da möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Wir auf der einen Seite haben wir immer gesagt, alle, die im Verfassungsrahmen sind, wie es Peter Kaiser gesagt hat, alle, die in den Landtag kommen, werden wir mit allen Gespräche führen. Das ist mein Demokratieverständnis und dazu stehe ich, was ich gesagt habe. Auf der anderen Seite haben wir auch einen gewissen Wertekompass in der SPÖ. Das ist ganz klar. Und wenn wir jetzt einen Blick nach Niederösterreich wagen,
zum Beispiel meinen Udo Landbauer könnte ich nicht koalieren. Leute, die jetzt, glaube ich, im Koalitionsübereinkommen heißt es, festschreiben, dass man Impfungen nicht mehr bewerben darf. Ich meine, was dürfen wir als nächstes? Nichts. Die HPV-Virus-Impfung darf man nicht mehr bewerben, die FSME-Impfung darf man nicht mehr bewerben. Also Leute, die sich gegen die Wissenschaft stellen, da tue ich mir einfach schwer. Und mit einem Herbert Kickl würde es auch nicht gehen. Und ich sage, okay, in den Reihen von Marlene Swarczyk muss man sich das dann genau anschauen, dass ich ganz klar sage, wenn der Holocaust-Leugner oder Leute dabei sind, die den vielleicht auch noch mildern, dann kann ich mit dem nicht mitgehen. Das muss man sich dann anschauen, wenn es soweit ist. Noch geht es nicht, nach aktuellen Umfragen, glaube ich, rechnerisch ja nicht mal aus. Das ist Kaffeesud lesen. Also zuerst wird jetzt gelaufen, dann wird gewählt, dann wird gezählt. Ist natürlich eine theoretische Frage vor dem Wahltag, aber ich stelle sie noch einmal, weil sie auch von Seiten unserer Zuseherinnen und Zuseher kommt. Würde David Ecker in Salzburg eine Koalition mit der FPÖ unter Marlene Swarczyk eingehen? Das muss man sich genau anschauen. Reden werden wir mit Ihnen, reden tun wir mit allen, das habe ich gesagt. Ob dann, sage ich mal, Ihr Koalitionsvorschlag unserem Wertekompass entspricht, muss man dann abgleichen. Ich sage immer, wer sich unseren Ideen anschließen kann, ist herzlich zu Gesprächen willkommen. Wir schauen uns das ganz genau an. Wir würden uns dann ganz genau das Team von Marlene Swarczyk, wer da mitbestimmt, wer da mitredet, wer da drinnen ist, genau anschauen. Und dann werden wir nach unserem Wertekompass in der SPÖ gemeinsam, demokratisch, das liegt nicht an mir alleine, Entscheidung treffen. Eine Frage lautet da auch noch, muss ich Angst haben, dass eine Stimme für David Ecker eine Stimme für eine Koalition mit der FPÖ ist? Na, ich glaube, da muss niemand Angst haben, überhaupt nicht. Ich habe immer gesagt, wir sind für alle Gespräche offen, das kann ich nur wiederholen. Wir haben unsere Werte, wir haben unseren Wertekompass. Mit einem Udo Landbauer, mit einem Herbert Kickl würde ich absolut, das kann ich an der Stelle sagen, keine Koalition eingehen, da tue ich mir einfach schwer. Da kann ich einfach nicht mit. Aber bei Marlene Swarczyk schauen wir mal. Das muss man sich anschauen, wer in ihrem Team ist und wer da auch in der zweiten, dritten, vierten Reihe sitzt. Mit der ÖVP? Schauen wir uns einmal das Team an. Ich finde es immer ganz lustig, weil die FPÖ sagt ja immer mit der ÖVP ja, aber nicht mit dem Spitzenkandidaten. Das hat jetzt in Niederösterreich ja ziemlich gehalten nach der Wahl, muss ich jetzt schmunzeln feststellen. Da haben wir gesagt, ja, mit der ÖVP machen sie das, die FPÖ, aber nicht mit Michael Leitner. Jetzt sitzen beide, Udo Landbauer und Michael Leitner, dort mal schauen, wie Salzburg dann am Tag nach der Wahl oder sagen wir mal, einen Monat nach der Wahl aufwachen wird mit einer ÖVP-FPÖ-Regierung, wenn die Marlene Swarczyk sagt, ja, mit der ÖVP aber nicht mit Wilfried Hasler, wenn sie dann Hand in Hand zur Festspieleröffnung spazieren. Eine Frage ist auch noch gekommen, nämlich welche Ressorts Sie gerne in einer Landesregierung übernehmen wollen. Also welches Ressort würde die SPÖ da für sich reklamieren? Also ganz ad hoc würde ich sagen, ich glaube, dass uns Gesundheit und Soziales natürlich nahe liegt. Persönliches Steckenpferd ist auch eindeutig der Wohnbau, wo einfach viel zu wenig gemacht worden ist. Ich meine, die NEOS, die schrauben ihre Wohnbauziele sukzessive immer runter von 1000 geförderten Mietwohnungen, was auch die AK immer fordert, auf 900, auf 800, auf 600, auf 700. Also macht die Ziele immer schlechter. Mein Anspruch ist es eigentlich besser zu sein. Das Gleiche ist übrigens bei den Klimazielen von den Grünen genauso, dass man sogar schlechter sind als die Bundesregierung. Aber ich glaube, die NEOS. Also, Sie können ja das Umweltressort übernehmen. Ich glaube, kann man ja dann noch mitnehmen. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir es besser machen als die Grünen. Aber Wohnbau und Gesundheit, davon, das wäre so. Wohnbau und Gesundheit. Zum Wohnbau möchte ich aber dazu sagen, das macht nur Sinn mit der Raumordnung zusammen. Und zwei Herzensthemen von mir sind einfach die Gemeinden. Sage ich mal, das Gemeinderessort, das ist jetzt nach außen nicht so attraktiv, aber in den Gemeinden draußen unterwegs zu sein, mit den Bürgermeistern, egal welcher Couleur, egal welche Parteifarbe, schauen, dass die Ortskerne belebt werden, schauen, dass dort ein Schulzentrum, dass Kinderbetreuung entsteht. Auf der anderen Seite weiß jeder, der mich persönlich kennt, dass ich ein Herz für den Sport habe. Das heißt, Sportlandesrat David Ecker, das wäre vielleicht auch was? Bin ich gern offen. Gut, dann nehme ich noch eine Frage da, die gerade hereingekommen ist von der Frau Inzinger. Warum gibt es in Salzburg keine Pflegeschlüssel, so wie in Oberösterreich? Pflegeschlüssel ist übrigens auch in unserem Programm drinnen. Kann man gerne nachschauen. Das nicht so tief hinein in die Thematik. Pflegeschlüssel ist eine Forderung von vielen, was bei uns bei der Pflege angeht. Geht auch an bei der Ausbildung über den Schlüssel, über weniger Bürokratie, dass man mehr Leute wirklich am Pflegebett haben und nicht am Computer. Aber Pflegeschlüssel braucht es jedenfalls? Ja. Okay. In der jüngsten Umfrage liegt die SPÖ ja klar hinter der FPÖ auf Platz 3. Wo haben Sie denn jetzt Ihr Wahlziel definiert?
Ich habe immer anfangs gesagt, wir wollen so stark werden, dass niemand an uns vorbeikommt. Und natürlich schmerzt das persönlich. Ich meine, wir sind alle Menschen, dass man dann jetzt aktuell bei den Umfragen hinter der FPÖ liegt. So ehrlich muss man sein. Und da bin ich schon so viel selbstreflektierend, dass ich sage, okay, haben wir Fehler gemacht, hätten wir vielleicht auf andere Themen setzen sollen. Aber ich glaube, dass man das immer wichtig ist, dass ich betonen möchte, dass wir einen authentischen, dass wir einen geradlinigen, dass wir einen ehrlichen Weg gegangen sind, das, was ich vor 3 Jahren eingeschlagen habe. Und ich glaube, das ist kein schlechter Weg. Und da möchte ich schon auch sagen, dass Umfragen Umfragen sind, die sind mal schlecht, die sind mal besser, die sind gestern vielleicht unten, morgen schon wieder oben. Das merkt man bei anderen, wir wissen spätestens seit Sebastian Kurz oder auch der jüngsten Wahl in Kärnten mit der ÖVP, da ist immer gesagt worden, die sind einstellig, dann haben sie 17% gemacht und haben gefeiert wie die Weltmeister. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verlasse mich nicht so sehr auf die Umfragen, ich möchte schauen, dass wir die Themen und die Probleme bei den Leuten draußen lösen. Aber das Wahlziel haben Sie mir jetzt noch nicht verraten, 20% plus nehme ich an, oder? Natürlich stärker zu werden. Also Platz 2 mindestens. Ob das dann der Platz 2 oder 3 ist, möchte ich mir jetzt nicht festlegen. Wenn ich eine Prognose abgeben könnte, dann würde ich vielleicht Meinungsforscher werden. Aber mit Platz 3 wollen Sie sich doch nicht zufrieden geben? Natürlich nicht. Unser Anspruch ist natürlich, Zweiter zu bleiben und stärker zu werden. Gibt es ein Wahlergebnis, bei dem Sie sagen, ich bin nicht der richtige Parteichef für die Salzburger SPÖ, da muss jetzt jemand anderer ran? Natürlich, wenn man schwere Verluste, das habe ich immer betont, wenn man schwere Verluste einfahren würden, jetzt gehen wir nicht vom Worst Case aus, ich sehe immer das Wasserglas halb voll und nicht halb leer, dann würde ich natürlich meine Person zur Frage stellen. Natürlich, das sollte eigentlich jeder CEO oder jeder Vereinsvorstand genauso machen, machen auch die meisten so, aber ich gehe mal vom Besten aus. Wir haben unsere Themen, wir machen ehrliche Politik, wir machen gute Oppositionsarbeit, davon gehe ich aus. Wir kämpfen jede Wählerstimmung von allen Salzburgerinnen und Salzburgern und ich möchte dann der Stelle schon auch betonen, für alle, die glauben, dass sie vielleicht zu Hause bleiben sollten und nicht mitbestimmen, würde ich jetzt nicht als Fehler einstufen, würde ich als schade betonen, weil ich sage, dann würde jemand anderer vielleicht über die eigene Zukunft entscheiden. Also ich kann nur jeden aufrufen, unbedingt bitte zur Wahl zu gehen. Gibt es eine Schmerzgrenze für Sie, für den 23. April, wenn Sie sagen, wenn das Ergebnis da liegt, dann bin ich weg? Nein. Über das möchte ich jetzt noch überhaupt nicht reden, ob es da Schmerzgrenzen nach oben oder Schmerzgrenzen nach unten gibt. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Arbeit. Jetzt sind noch ein paar intensive Wochen, natürlich intensiver als sonst vor uns. Ich denke immer positiv, ich denke lösungsorientiert und konstruktiv und möchte das Beste für die Salzburgerinnen und Salzburger rausholen. Das heißt, wie sehen Sie Ihre Zukunft nach dem 23. April? Ich habe mal gelernt und in einem Buch gelesen, plane nie dein Leben in der Politik. Wenn ich es geplant hätte, wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht da. Das heißt, es gibt keinen Plan B? Nein. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. 4 Wochen haben Sie ja noch Zeit, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, danke ich ganz herzlich für Ihr Interesse. Bei der nächsten Ausgabe von SN Live und Direkt wird dann Wilfried Haslauer, ÖVP-Chef, bei uns zu Gast sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.